Herzlich willkommen bei Delfin TV. Mein Name ist Silke Mara und ich bin heute im Gespräch mit Renate Baumeister. Hallo, liebe Renate. Hallo, Silke. Renate ist ja für mich eine Botschafterin der geistigen Welt. Und diese Botschaften drückt sie aus mehreren Wegen aus. Sie ist auch eine sehr kreative Frau. Und heute wollen wir gerne über Renates künstlerischen Ausdruck in ihren Bildern sprechen. Und wie ihr vielleicht auch seht, stehen da schon zwei Bilder. Aber liebe Renate, vielleicht erzählst du erst mal ein wenig. Ja, das, was ich male, kommt eigentlich auf eine ganz einfache Art zu mir. Aus der geistigen Welt, also ich reagiere einfach ganz stark auf Schwingungen und oft habe ich einen Gedanken und dann bekomme ich ein Bild und dann kommt direkt hinterher, ach, das solltest du mal malen. Ja, und ich habe einfach durch dieses Malen, das hat 87 sowas angefangen und wie so oft, und das kennen die Zuschauer ja wahrscheinlich auch, sowas entsteht meistens aus einer Krise heraus. Und das war ein wunderbares Ventil, Schwingungen einfach sichtbar zu machen. Weil so wie ich mich selber studiert habe, war ich also von klein an also ganz stark mit der geistigen Welt verbunden. Und das ist auch immer geblieben. Nur ich durfte erst mal lernen, mit mir umzugehen und das alles zu verstehen. Das hat einfach doch eine ganze Zeit gedauert. Ja, wobei... Du warst also, man kann vielleicht sagen, erstmal dein eigenes Versuchsobjekt, du hast dich erstmal selber verstanden, dich selber in deiner Kunst ausgedrückt. Und dann hast du angefangen, auch für andere Bilder zu malen. Ja, das ist eigentlich auch auf ganz natürlichem Wege entstanden. Es waren plötzlich innere Bilder da, es waren Prozesse. Da ist, aus diesen Bildern ist auch ein Kartendeck entstanden, diese Aufstellungen mit Engeln. So hat das eigentlich angefangen. Teilweise waren Bilder, habe ich auch da schon gemalt, für Menschen. Aber es waren alles Menschen, die schon doch einen langen spirituellen Weg gegangen sind, also schon eine sehr gute Entwicklung hatten. Und die dann also auch den Wunsch äußerten, ich möchte gerne so ein Bild von dir gemalt haben, weil sie mir auch dann bestätigten, dass es eine sehr, sehr hohe Schwingung ist und wie diese Bilder auch ihr Leben verändern haben oder auch übernehmen. Ja. Also ich finde das deswegen so schön, weil nicht jeder hat ja auch Zugang, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber nicht jeder versteht die Botschaften für sich selber aus der geistigen Welt. Und Kunst, in welcher Form auch immer, hier stehen Renates Bilder, finde ich, dann kann man diese Botschaft doch mal ganz anders aufnehmen, weil wir kennen das ja alles mit dem Verstand, da bin ich auch sehr aktiv mit. Hatten wir vorhin auch noch ein Gespräch drüber. Und diese Bilder sprechen halt eben, ich würde sagen, die Seele an, die Gefühlsebene. Und es ist so, für mich, so wie ich das verstehe, dass die geistige Welt sich darüber ausdrückt. Weil über den Verstand bekommen wir keinen Zugang. Das ist so meine Wahrheit oder er ist unbefriedigend. Und deswegen hatten wir uns ja heute auch vorgenommen, dass du auch etwas erzählst von den Bildern. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorgreife oder ob du noch was sagen möchtest. Also wenn man jetzt so speziell... überhaupt so ein Seelenkraftbild, wenn man den Wunsch äußert, ich möchte gerne mein eigenes Seelenkraftbild haben, dann sage ich mal, ist das eine weise Entscheidung. Ja, aber sie ist auch eine Entscheidung, man spürt die im Herzen. Weil geht man mit der Verstandesebene dran oder unter dem Deckmantel haben zu wollen, wird es nicht habe ich gelernt, funktioniert es nicht. Es ist etwas, es holt dich ab. Es ist plötzlich dieser tiefe Wunsch da, oh, ich würde gerne mal etwas über meine eigene Seelenweisheit so wissen wollen und ein Bild erzählt dir. Weißt, ich kann dann nur jedem sagen, wenn du so ein Bild hast, dein eigenes hast,
dann kannst du nur, sobald du es hast, geht diese Schwingung erstmal in deine ganzen Wohnräume rein, mhm, und nimmt dich einfach mit, es holt dich ab. Mhm. Und ich schreibe auch immer eine Botschaft dazu, mhm, so, damit wenigstens auch der Verstand etwas, ich sage mal, etwas Futter hat. Ja, 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 weil unser Verstand ist einfach, ja, das ist nicht so einfach, das ist wirklich kennenzulernen, ne? Wie, ja, gehe ich da am besten mit um? Ich finde Futter manchmal auch ganz nett. Ja, 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 deswegen, ja, gibt es beides, ne? Es gibt einmal das Bild und ich sage immer, das Wichtigste ist, so ist es auch bei dem Kartendeck, lass die Bilder zu dir sprechen, lass, mhm, diese Schwingung der Farben, der Symbolik, lass es einfach zu und setz dich davor und sag, so, jetzt erzähl mir mal was über mich. Ja? Was ich so auch erfahren habe, was mir so gerade einfällt, mhm, wenn ich das Bild bekomme, drückt das ja eine bestimmte Schwingung aus, es spiegelt mich ja. Mhm. Und wenn ich mich jetzt verändere, dann habe ich den Eindruck, dass sich auch das Bild verändert. Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, meine Seele hat mich am meisten, würde ich sagen, an der, also den Menschen Renate an der Nase rumgeführt. Ja, und ich habe heute, kann ich sagen, ich bin unendlich dankbar, weil die Seele hat eine ganz andere Sprache. Und die hat auch eine klare Sprache. Und wenn ich wirklich bereit bin, den Kopf, die Renate, die erzogen worden ist, wirklich so beiseite zu stellen und hinzuhören, ja, eröffnet sich ein ganz neues Feld. Und wir haben ja jetzt das Jahr 2020 und es ist ja wirklich schwingungsmäßig sehr viel los. Mhm. Die einen spüren das, indem sie das körperlich spüren oder vielleicht auch müde sind oder sich hin und her gerissen fühlen, zerrissen fühlen. So ist es einfach wichtig, so ein Bild, wenn du dich hinsetzt und sagst so, bitte hol mich mal ab, mir geht's gerade so und so. Und dann, wie wir jetzt sitzen, wie mit einer Freundin, dass du sagst, mhm, so, und jetzt erzähl mir mal, mir, mhm, geht's gerade so und so, bitte führ mich, mhm, sag mir doch den nächsten Schritt. Das. Und diese Bilder machen Folgendes, mhm, so wie du bereit bist, mehr zu erfahren, wirst du auch andere Botschaften aus dem gleichen Bild bekommen. Mhm. Ja, und das durfte ich selber erfahren, weil, ja, ich habe es ja erstmal nicht verstanden. Ich habe nur gemalt, weil ich nicht mehr konnte und weil ich ein Ventil brauchte. Und dann so Jahre später, also das ist speziell gewesen bei dem Bild Engel des Trostes, mhm, so hat es sich zuerst gemeldet bei mir. Das habe ich wirklich für mich gemalt. Und das war auch eine Begebenheit. Ich wusste zwar nie was, irgendwo mit 7 Jahren, ist irgendwas in meinem Leben passiert, wo ich merke, da bin ich stecken geblieben, hängen geblieben. Es war auch eine traurige Situation. Und Jahre später sagte dieses gleiche Bild mir, jetzt bist du so an dir gereift. Und dann sagte es, lasse das Leben spielen, wie es gerade ist. Wisse einfach, du bist die Rose, du bist behütet und beschützt, auch wenn es um dich herum immer noch grau und dunkel, mhm, ist. Und so geht das mit den Seelenbildern auch. Eine wundervolle Erfahrung. Mhm. Aber ist vielleicht auch so für unsere Zuschauer ganz wichtig, das auch erstmal rational zu verstehen, mhm, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich ein lebendiges Gegenüber habe, was, mhm, ich selber bin. Mhm. Und das finde ich, mhm, sehr schön. Ja, dann kann ich vielleicht jetzt mal dieses Bild nach vorne holen. Ja? Ja. Bis wir es zeigen, ja, besser, ne? So, nein, Moment. Ja. Und dieses Bild. Ach, wenn man dein Gesicht sieht, man glaube ich gar nicht mehr, oder? Okay. Mal ein bisschen tiefer machen. Ja. Ja, und dieses Bild, das habe ich auch im Auftrag gemalt. Mhm. Und ich weiß nicht, das ist schon einige Zeit her. Ich glaube 2010 oder. Aber das ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Und als das Bild fertig war. Ja. Da bekam ich irgendwie ein komisches Gefühl und habe gedacht, irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ich muss noch ein zweites Bild malen. Okay. Und dann habe ich ein zweites Bild gemalt und das hat die Dame dann bekommen, die es bestellt hat. Ja, und das, ja, habe ich zurückgehalten. Aha.
Und das habe ich später dann der Heiler in dir genannt. Das ist auch in dem Film Die Reise deiner Seele, ist das, glaube ich, auch drin. Und weil ich spürte, diese Dame kann das Bild nicht annehmen. Die brauchte etwas anderes. Aha. Das ist mir bis jetzt nur zweimal passiert. Ja, jetzt erst vor kurzem und damals. Und das sind Sachen, auf die höre ich. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, also wenn ich male und auch mittlerweile so in meinem Leben, ich glaube, können wir das mal, runtersetzen, oder? Vielleicht willst du auch mal da was zeigen auf dem Bild, weil ich finde das ja sehr, das hat ja auch Details, aber was ich jetzt auch so gerade jetzt nochmal so sagen möchte, das heißt, sie hätte die Möglichkeit gehabt, mit diesem Bild zu arbeiten, aber du hast gefühlt, sie kann es nicht annehmen, was heißt, es hätte in dem Moment nichts gebracht. Ja. Und aufgrund dessen hast du ein neues gemalt. Ja. Ich kenne auch die Aussage von Menschen, die so ein Seelenbild haben. Es kann manchmal 5, 6 Jahre dauern, bis man anfängt, das Bild zu lieben. Okay. Ja, weil wir wissen also, ja alle, wir haben... Der Spiegel ist zu stark. Wir haben, wir haben es nicht gelernt, wirklich sich richtig gut zu fühlen mit der Partnerin als Seele. Mhm. Ja, mit der Seelenkraft. Ja, ich verstehe. Na, und das ist noch... Für einige beherrschen es gut und für andere ist es noch ziemlich fremd. Ja, und wie gesagt, man darf damit umgehen wie mit einem Baby. Ja, du bekommst ein Baby, ja, und dann lernst du, bringst du dem Baby Sprechen bei, und dann bis es so, bis es eigen denken kann. Und so kannst du es vielleicht auch mit dem Seelenbild machen, weil du bekommst es erstmal. Und dann liegt es an dir, was das Baby irgendwann mal kann, wenn es wächst. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass das Bild zeigt mir schon eine Möglichkeit. Ja. Und es liegt an mir, ob ich das jetzt fördere, ob ich mich dafür öffne oder nicht. Und dann, es ist auch noch so, die Farben kommen auch aus der Intuition. Wenn du Glück hast, sind es deine Farben. Aber ich kenne es auch speziell bei einem Bild, da waren es Farben, sie nannte es Bonbonbilder. Ja. Und ich glaube, es ist bis heute ein Thema, und das ist viele, viele Jahre her, das Bild wirklich zu lieben. Und wenn ich drauf schaue, denke ich immer, so ein schönes Bild. Ja. Und das ist, wenn man die eigene Schönheit nicht sehen kann. So eine Vielfalt auch. Ja, es ist ein, man sagt ja nicht umsonst, der Weg ist das Ziel. Und das größte Ziel für uns sollten wir immer selber sein. Und mit diesem, das Seelenbild ist einfach mit der Energie präsent. Aber wenn du diese Energie zur Seite schiebst und nicht nutzt und sagst, okay, es ist ein Bild wie oder ein Gegenstand wie alles andere, dann verhält es sich auch ruhig. Es wartet darauf, bis du einfach auch sagst, so, und jetzt möchte ich auch mit dir in Kontakt kommen. Ich mache es mit mir. Ja? Ich lerne mit dir, mit dem Bild, meine inneren Räume kennen. Ja? Aber auch wenn ich das alles nicht tun würde, aber so ein Gefühl habe, aber ich möchte wachsen, aber es ist noch im Kopf nicht so klar, dann hilft das Bild dir natürlich auch. Es gibt dir dann Botschaften und Zeichen im Hier und Jetzt. Es stärkt einfach das, was du auch möchtest, weil sonst hättest du das Bild nicht bestellt. Ja, und es stärkt auch einfach, weil ich ja auch einen Teil meiner Seele anschaue oder meine Seele anschaue, oder kann man das so sagen? Ja, ich bin bereit, mich anzuschauen. Den Gottmenschen in mir. Ne? Ja, und jetzt in 2020 ist das so, wir kommen immer mehr, die Schwingung wird immer höher. Und da ist so dieser tiefe Wunsch auch, sich einfach, sich selber mit jeder Zelle und auch wieder dieses Spüren. Und also das Wichtigste ist eigentlich, ich lerne mich zu lieben. Und das mit Leichtigkeit. Soll ich es wieder hier hinstellen? Ja. Leichtigkeit ist eine sehr gute Intention. Ja. Wollen wir uns das andere nochmal ansehen? Ja. Weil das
Ich meine, in der Verschiedenartigkeit der Bilder kann man natürlich auch sehen, wenn man es auch bei mir halt, ich muss man nicht unbedingt sehen, du bist wichtiger. Kann man ja vielleicht auch sehen, ja, wie unterschiedlich halt eben die Seelen sind. Ja, ne? Also das ist jetzt ein Bild, das gebe ich heute noch ab. Ja, deswegen konnte ich das mitnehmen. Das ist jetzt, ich nenne es immer die Serie Das kristalline Herz. Und das ist jetzt auch für einen Menschen, der doch schon sehr, sehr gut entwickelt ist, eine sehr starke Eigenliebe schon entwickelt hat und auch eine gute Arbeit, ist also auch ein Therapeut. Und da geht es jetzt darum, wirklich diesen Gottmenschen, wir werden noch erfahren, in der jetzt mit jedem Jahr, was so passiert, ja, wer wir eigentlich wirklich sind und dass diese Geschichte, die man uns sagt, über uns in keinster Weise stimmt, sondern dass da ist so, wir sind so mächtig, ja. Aber diese Macht kann erst zum Vorschein kommen, wenn ich mich wirklich liebe, bedingungslos, und das heißt ohne jegliche Art, wenn du so bist oder so bist. Und deswegen ist es so, so wichtig, jetzt bei diesem Bild ist es auch diese, jeder Kristall, ja, den darf diese Person jetzt für sich als Gottmensch programmieren. Was ist wirklich meine Überzeugung? Wie möchte ich in der nächsten Zeit weiterleben? Und das programmiere ich ganz sorgfältig, Kristall für Kristall, gehe ich in meine Klarheit, in meine Schöpferkraft. Das heißt, es ist ein Mensch, der hat schon viel in sich aufgeräumt. Ja. Und weiß ganz genau, was er will und was er nicht will. Oder beziehungsweise fühlt es. Ja. So. Stelle ich das mal dahin. Also mir persönlich gefällt das Bild sehr gut. Mir auch. Ich finde, es hat eine wundervolle Ausstrahlung. Da ist jetzt auch so was Glitzer drauf. Das kommt natürlich im Fotografischen nicht unbedingt so schön, aber das ist ja, das Original ist einfach was Besonderes. Ne? Und viele sagen ja auch, so, wenn ich das Bild gemalt habe, kann ich vorab schon mal ein Foto haben. Da sage ich immer nein. Weil der erste Kontakt, ja, das ist so wie wirklich wie mit einem Baby. Wenn du das erste Mal siehst, weißt du, das ist deins. Ach, verstehe ich, ja. Und das ist was Besonderes. Und ich sage auch immer, das ist was Heiliges. Ja. Und je bewusster du das machst, je schöner ist das. Ich meine, kann natürlich auch mal sein, dass du kriegst ein Baby, ja, und kannst erstmal, dass du sagst, so, und das soll jetzt meins sein. Ja, auch das gibt es. Ne? Also, aber es spielt keine Rolle, weil der Weg ist das Ziel und du bist da, wo du bist. Mhm. Und wichtig ist, einverstanden zu sein, da, wo du bist. Ja, einfach nur einverstanden sein. Das ist so einfach. Ja, ich weiß, aber ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit. Deswegen, es ist ja, wir wissen viel, aber manchmal kommt es nicht so in unser Herz. Und da glaube ich, dass bestimmt die Bilder von Renate ein schöner Weg sind, um den Weg ins Herz zu unterstützen, um mich selber kennenzulernen. Und wie soll ich das sagen? Es lässt ja auch alle Möglichkeiten offen. Da steht jetzt nicht, du bist so und so, du bist so und so, du kannst das und das, sondern das darf ich selber erfüllen. Ja. Ich glaube, das Wichtigste und das größte Geschenk, das sind wir selber für uns. Oder liest ja auch jetzt öfter, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Ja, und das wird immer, wir haben bis jetzt so sehr viel, wem es was bedeutet hat, zu sagen, und ich möchte mich kennenlernen, ja, fern von meiner Erziehung. Ne? Weil das ist jetzt einfach die Zeit. Das ist, was wir merken, wir kommen alle nicht mehr so weiter. Ja, der eine ist da bewusst oder nicht, aber wenn du jemandem begegnest, der bewusst ist, sag, kannst du mir ein Stück Wegbegleitung geben? Das ist er jetzt. Und so ein Bild ist ein Stück Wegbegleitung. Na, und der Text, das ist auch nicht viel, aber ich glaube, dass was ich dazu schreiben darf, ist wenig ist oft mehr, aber es geht um die Motivation, die du dir selber schenken möchtest. Darum.
Ja, und ich hatte auch gerade so den Impuls, dass es auch hilft, in Verbindung zu gehen zu dem Bild, je nachdem. Oder auch zu bleiben. Oder zu bleiben, ja. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein schönes Bild zusammen gemalt von deiner Arbeit. Möchtest du noch etwas sagen dazu? Ach, nö, ich glaube, das haben wir jetzt doch die Bilder ein bisschen tiefer erklärt. Ja, wir haben halt versucht, euch einen Eindruck zu vermitteln, nicht nur darüber zu reden, sondern euch auch Beispiele zu zeigen. Das finde ich mal persönlich sehr schön, geht ja da auch ums Fühlen, wie empfinde ich das. Und Renate hat da nach meinem Empfinden sehr schön etwas dazu gesagt. Und auf deiner Website hast du da eigentlich Bilder draufstehen? Ja, da ist jede Menge. Und wie gesagt, es gibt ja auch ganz viel mit Delfin TV, ne, was ich mit Andreas gemacht habe. Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch mit dem Kartendeck, was ich ja einfach immer noch sehr liebe, weil ich liebe einfach die Einfachheit. Und die Einfachheit sind einfach Bilder, weil wenn man das zulässt, die erzählen, da kann die Seele reden. Na, die lassen die Seele reden. Und das ist so einfach, irgendwann sind wir alle da. Irgendwann ist auch der Letzte da und sagt, nicht ich bin der Tour, sondern das Göttliche tut durch mich. Das ist ein gutes Ende, finde ja. ich. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Bis bald.